Hallo, heute zeige ich euch die Regenbogenstempeltechnik. Die seht ihr hier bei den Ballons. Die sind ein bisschen bunt. Und ja, die Wolken habe ich mit Strukturpaste, mit Glitzer gemacht. Das zeige ich euch dann gerne nachher auch noch. Das sieht man leider jetzt nicht ganz so gut hier, glaube ich, mit dem Glitzer. Aber ja, die Wolken könnt ihr erkennen. Genau. Also, ich zeige euch heute vor allem mal die Regenbogentechnik und das macht man mit dem Stemperatus. Ihr braucht ein Stempelmotiv, das relativ großflächig ist. Ich habe mir jetzt mal die Ballons ausgesucht, weil ich da Regenbogenfarben ganz witzig fand. Vielleicht habt ihr auch noch ein anderes großflächiges Motiv, das man schön einfärben kann. Dann könnt ihr das nehmen. So, wir legen mal los. Also, ich habe jetzt hier ein Stück Flüsterweiß genommen als Kartenauflage und ihr braucht den Stemperatus und weil die Stempel hier Gummistempel sind und ein bisschen dicker, könnt ihr diese Einlegematte, die schwarze, rausnehmen und gleich auf der unteren arbeiten. So, dann legt ihr euer Papier da rein, nicht so ganz an den Rand, das ist dann einfacher mit dem Drücken und macht das mit dem Magneten fest. Ich habe hier meinen Magneten mit so einem Washi-Tape ummantelt und ich habe da eins genommen, was mehr so Plastik drin hat, was nicht so papierig ist, damit das nicht reißt, weil die Magnete, die haben ganz schön Power und wenn ihr da so ein Washi-Tape drum macht, irgendwie so eine Plastikfolie, dann könnt ihr euch hier so einen kleinen Griff machen zum Hochziehen, ne, des Magneten. So, damit fixieren wir das Papier. Ein Magnet reicht da völlig. Und dann nehmen wir unseren Stempel. Ich habe jetzt hier zwei Ballons genommen und überlegen, wo wir den hinhaben wollen. So, wir können auch den großen mal nach unten machen und den oberen klein und weit weg. Machen wir es jetzt mal andersrum. Und wenn ihr den da platziert habt auf der Karte, wo ihr den haben wollt, überlegt noch, dass da vielleicht noch ein Spruch hinpassen soll. Dann, wenn das dann alles perfekt ist, drückt ihr hier den Stemperatus nach unten und drückt den Stempel darauf fest. Der klebt dann jetzt an der richtigen Stelle. So, kleiner Trick, habt ihr bestimmt schon gesehen. Es ist ganz gut, wenn ihr hier unter die Stemperatusplatte hier die Stempelhülle legt zum Ablegen, dann liegt das stabil und ihr könnt den Stempel gut einfärben. Zum Einfärben des Stempels habe ich diese kleinen Fingerschwämmchen genommen. Die gibt es auch bei Stamping Up. Die sind ganz wunderbar und man sieht, die sind schon ziemlich eingesaut. Nehmt am besten für jede Farbe auch einen neuen Schwamm, sonst gibt das Chaos. Ich habe mir jetzt hier die Farben schon zurechtgelegt. Und ich habe für dieses Regenbogentechnik Signalfarben benutzt. Also Farben aus der Familie der Signalfarben. Wenn man Farben aus einer Farbfamilie nimmt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass die alle super zusammenpassen. Und ich habe mir hier ausgesucht Pazifikblau, Bermudablau, dann das neue Mangogelb, Wassermelone und Blutorange. Die Farben habe ich mir hier ausgesucht. Die sind schön leuchtend. Und ja. Dann fangen wir mal an. Ich fange mit dem dunkelsten Ton an, also mit dem dunkelblau, Pazifikblau. So. Und dann nehme ich mir ein Fingerschwämmchen und tupfe das hier in das Stempelkissen und färbe damit den oberen Teil des Stempels ein. Jetzt ist das hier, glaube ich, schwer zu sehen. Ich versuche das mal besser in die Kamera zu halten. Klebt ja alles fest. So, ne? Also ihr tupft jetzt damit hier den oberen Teil des Stempels ein, dass der damit eingefärbt ist. So, und dann drückt ihr das Ganze aufs Papier und schaut, wie es geworden ist. So, das ist jetzt hier noch so ein bisschen zart und ich möchte eigentlich die Farbe noch etwas intensiver haben. Also gehe ich nochmal in das Stempelkissen und betupfe nochmal den Stempel ein bisschen mehr mit der Farbe. So. Und dann gehe ich dann nochmal darüber. Bei dem Stemperatus ist ja das Tolle, dass der immer wieder an der gleichen Stelle stempelt. Und man kann da beliebig oft immer wieder auf die gleiche Stelle stempeln. So lange, bis die Farbe so intensiv ist, wie man sie haben möchte. So, ich drücke jetzt nochmal ein bisschen doller.
Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, dann machen wir die Farbe zu. Dann nehmen wir die nächste Farbe, damit wir jetzt den Regenbogen kriegen. So, super, ich sehe schon wieder aus wie Schweinchen. Man muss ja auch sehen, was man gearbeitet hat. So, jetzt nehme ich Bermuda Blau. Nehme wieder einen neuen Fingerschwamm. Nehme wieder Farbe auf aus dem Stempelkissen. Und betupfe jetzt unter diesem Blau die nächste Reihe quasi. Ne? Betupfe ich dann jetzt mit Bermuda Blau. So, ich mache das nochmal. Es scheint mir nicht so arg viel Farbe drauf zu sein. Und es macht auch nichts, wenn die Farben ein bisschen ineinander laufen. Das ist ja gewollt. So, und jetzt drücke ich das mal hier ab. Ja. Und jetzt sieht man schon, dass es zweifarbig ist. Mir ist das Bermuda Blau noch ein bisschen blass. Ich glaube, auch mein Stempelkissen können wir wieder eine Auffüllung brauchen. So, jetzt tupfe ich da nochmal drüber über den Stempel. So, jetzt müsste aber genug Farbe da sein. Nochmal schön draufdrücken. Ja, jetzt sieht das ganz gut aus. Ihr könnt das auch später nochmal nachkorrigieren. Das ist ja das Tolle bei dem Stimperatus, dass ihr immer wieder auf die gleiche Stelle nochmal gehen könnt. Jetzt nehme ich das Mangogelb und ein gelbes Schwämmchen natürlich, ne? Damit ihr die Farben hier nicht vermischt. Und dann gehe ich unter das Bermuda-Blau auf dem Stempel. So, die neuen Farben, die sind richtig schön satt und kräftig. Da merkt man echt den Unterschied in den Stempelkissen. So. Und da, wo die Farbe sich überlappt, das Gelb und das Bermuda-Blau, da wird das so ein bisschen grün sogar. Das sieht echt toll aus. Also ihr kriegt da jetzt noch mehr Farben, als die ihr benutzt habt. Das finde ich ganz schick. Wenn die so ein bisschen ineinander laufen, dann gibt es noch spannende Farbverläufe. Also jetzt hier sieht man das, glaube ich, ganz gut. So, das Gelb ist total super. Ich will nur noch neue Stempelkissen. Ja, die alten sind halt schon in Gebrauch gewesen, Gott sei Dank. So, dann haben wir noch Wassermelone. Ich mache das jetzt gerade mal fertig. Ihr könnt ja vorspulen, wenn euch das so lange dauert. So, dann machen wir ein bisschen Wassermelone noch drauf. Gucken, ob das ausreichend war. Ja, die Rottöne sind immer ziemlich satt. Und unten das Körbchen, das bekommt dann noch Blutorange. Und dafür nehmen wir auch wieder ein eigenes Schwämmchen. Ne? Auch mischt bitte auch nicht die Rottöne. Nehmt immer wieder einzelne Schwämmchen dafür. Wenn ihr keine Fingerschwämmchen habt, könnt ihr auch irgendwie einen Kosmetikschwamm nehmen oder so. Ne? Irgendwie sowas hat man ja immer zu Hause. So, jetzt haben wir schon das fertig. Unseren Regenbogen gefärbten Ballon. Ne, der Stempel sieht auch ein bisschen dreckig aus. Ja. Es gibt aber ja ein schönes Reinigungstuch für den Stemperatus. Das sieht auch schon ein bisschen mitgenommen aus. Ich benutze das super gerne. Seitdem ich das habe, vernachlässige ich etwas das Schrubbelkissen. Und damit kann man den reinigen, jetzt den Stempel. Allerdings muss ich sagen, bei solchen Stempeln wie diesen Ballon, der hat so verschiedene Vertiefungen und der wird mit dem Strubbelkissen noch sauberer, weil mit dem Tuch kommt man nicht so in alle feinen Strukturen rein. Also ja, das ist sehr oberflächlich. Aber es ist eine schnelle Möglichkeit, um das sauber zu kriegen und die Hände nicht dreckig zu haben. So, jetzt haben wir den einen Ballon fertig. Jetzt könnten wir noch einen zweiten Ballon machen. Das mache ich jetzt auch noch ratzifatzi, damit ich euch dann noch zeigen kann, wie man die Wölkchen macht. So, also nochmal ganz schnell, Schnelldurchlauf. Einmal hier Pazifikblau oben. Ich mache das wieder genau in der gleichen Reihenfolge. Oben das dunkle Blau. So, das geht total schnell, wenn man das will. Dann nehmen wir als nächstes das Bermuda-Blau. Das scheint mir ein bisschen aufgebraucht zu sein. Ich muss den mal zumachen, dass hier keine Sauerei entsteht. So, Bermuda-Blau. Ja. Dann Mango-Gelb.
So, das wird hier ruckzuck. Hier die neuen Stempelkissen, die gehen auch so prima auf. Jo, was war denn jetzt hier? Was habe ich jetzt hier erwischt? Blutorange. Machen wir nur noch Blutorange da drauf. Unten auf das Körbchen. Eine Farbe sparen wir uns. Und gut ist. So, das sieht doch auch total schick aus. Also, das habt ihr gesehen, geht total schnell, wenn man das möchte und nicht so viel quatscht. Jetzt haben wir noch einen zweiten Ballon in Regenbogenfarben ratzifatzi da drauf gemacht. Und jetzt zeige ich euch auch noch schnell, wie man die Wölkchen macht. So, dass wir nachher nochmal über das Schrubbelkissen jagen, würde ich mal vorschlagen. So, jetzt tue ich mal die Schwämmchen weg, dass hier keine größere Sauerei passiert. Ach so, einen Spruch hätte ich noch gerne unten. Den machen wir jetzt auch noch drauf, dass das alles fertig ist. Ich mag hier nämlich mal kleiner Gruß für ein wenig Auftrieb. Das kann nie schaden. Das kann man, glaube ich, immer brauchen. So, dann könnt ihr wieder gucken, wo passt der Spruch am besten auf die Karte. Und auch richtig rumhalten. So, ich glaube, hier ist der ganz schön. Dann lege ich das da wieder hin, drücke das auf die Scheibe vom Stemperatus und schon ist der fest. Ich mag sehr gerne die Farbe Espresso, um schwarz zu stempeln. Ich finde, die ist schön satt, und aber nicht ganz so hart wie schwarz selber ist. Irgendwie ist es meine Lieblingsspruchstempelfarbe. So, dann tupfen wir wieder den Stempel ein und drücken den drauf. So, und jetzt ist ja zufällig ganz gut geworden. Ich drücke noch mal ein bisschen. Ne? Das Gute ist, wenn da jetzt irgendwie ein Buchstabe nicht sauber gestempelt ist, ihr könnt immer wieder und wieder hier Stempelfarbe auftragen und wieder auf den Spruch stempeln, so lange, bis die Schrift wirklich ganz sauber abgestempelt ist, ohne irgendwelche Lücken oder sowas. Das finde ich richtig toll bei dem Stemperatus. Mir ist das früher so oft passiert, dass man stempelt und dann ist irgendwie der letzte Buchstabe nicht richtig eingefärbt gewesen. Man kann alles wieder neu machen. Das ist jetzt wirklich hilfreich. Ja. Der Stemperatus, der hat, ich habe das jetzt hier so schnell gemacht, der hat hier hinten, ich lege mal was Weißes drunter, weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Also der hat hier so ein Karo-Muster auf der Platte. Und daran könnt ihr die Stempel ausrichten, dass die gerade sind. Ne? Das ist auch ganz toll gemacht hier. Seht ihr das auf dem dunklen Hintergrund besser? Da könnt ihr schauen, dass der Spruchstempel gerade auf einer Linie ist, damit es auch gerade auf eurer Karte ist. Und hier habt ihr ja auch dieses Karo-Muster und könnt auch schauen, dass die Karte gerade ausgerichtet ist. Dann gibt es keine schiefen Stempeleien mehr. Also alles wirklich ganz wunderbar. Ich bin sehr begeistert von dem Gerät. Und mir sagte eine Kundin, dass sie schon aufhören wollte so stempeln, weil ihr die Abdrücke immer nicht gelungen sind. Und seit sie den Stemperatus hat, hat sie wieder richtig viel Spaß am Basteln. Und sowas freut einen natürlich, dass man jemanden wieder zu so einem schönen Hobby bringen konnte mit so einem netten Gerät hier. Das ist wirklich, wirklich toll. Bin begeistert. Am Anfang nicht so, aber jetzt wirklich. Also ihr müsst den einfach ein paar Mal ausprobieren und ihr seht, wie toll das ist. Ich hatte mir hier noch so ein Karo-Papier, es ist schon ein bisschen mitgenommen, ausgeschnitten, weil auf der Matte, die legt man rein, wenn man die Fotopolymer-Stempel nimmt, also diese durchsichtigen Stempelchen. Die sind nicht so dick wie die Gummistempel. Da braucht ihr also noch eine Matte darunter, damit der Stempelabdruck gut wird. Jetzt hat die aber kein Karo-Muster, deswegen kann man sich einfach an Karo-Papier zuschneiden. Und dann könnt ihr hier auch die Karte besser dran ausrichten oder was immer ihr stempelt. So, dann kommt das wieder weg. Jetzt wollen wir ja noch Wölkchen machen. Dazu braucht ihr die Strukturpaste. Und es gibt hier eine Strukturpaste mit Glitzer. Finde ich natürlich super. Und es gibt auch noch einen gewissen Effekt. Und dann gibt es hier diese Folien für die Strukturpasten, und hier gibt es halt auch Wölkchen, und es gibt zu der Strukturpaste auch diese Spachtel, ja, wie auch immer. Das ist so ein ganzes Set, das könnt ihr dazu bestellen,
Künstlerspachtel heißt das. Künstlerspachtel, die findet ihr auch im Katalog oder fragt mich einfach. Ich finde sie für euch. So, und nun legen wir einfach diese Wolkenschablone auf die Karte, gucken, dass es einigermaßen schön aussieht, dass es auch gerade ausgerichtet ist, dass die Wolken nicht krumm sind. Also so, ne, dass das hier alles gut anliegt an der Karte. Und dann, ja, auf zur frischen Tat. Ihr könnt das natürlich alles noch auch ein bisschen fixieren mit Malerkrepp, dass das nicht rumrutscht. Guck mal gerade, ich muss mal eben hier durchs Bild huschen, weil ich das unglücklicherweise am falschen Tischende liegen hatte. So, ich habe hier immer so ein bisschen Malerkrepp. Das ist total praktisch zum Sachen fixieren. Und da fixiere ich das jetzt mal hier. Da, wo die Schrift ist, da werde ich auf keinen Fall eine Wolke haben. Da unten glaube ich auch nicht. Passt auf, dass ihr das nicht durch die Wolke festmacht. Die wollt ihr ja noch ausmalen oder ausspachteln. Ich mache das mal hier an der Seite fest, weil da spachteln wir nicht. Da ist das dann auch nicht im Weg. Ich denke, das reicht so. So, und jetzt machen wir die Strukturkaste auf. Das ist hier so ein Glitzerzeug. So ein bisschen so, ja, bisschen schleimig. Bisschen fester als Creme ist das. Und da nehmen wir ein bisschen nur mit diesem Spachtel hier auf und schmiert das über das Wölkchen. Vorsichtig, dass ihr nicht hier zu viel erwischt, auch links und rechts nicht, sondern nur die Wolken, die ihr auch ausspachteln wollt. So, da schmiert ihr überall so Masse drüber und dann geht ihr einmal so drüber, dass ihr das ein bisschen glättet und ja, die kleine Wolke darunter schmiere ich auch mal ein. Und das ist auch nicht schlimm, wenn ihr da ordentlich Masse drauf habt und das womöglich auch noch so ein bisschen aussieht wie so ein Sahne-Baiser. Wolken sind ja auch nicht glatt. Also schmiert da ruhig ordentlich drauf. Das trocknet sehr schnell. Also auch Vorsicht, vielleicht wollt ihr das gar nicht so schnell trocken haben. Ne? Aber keine Sorge. Also immer so ein bisschen über die Wölkchen schmieren, dass die vollständig mit der Masse ausgefüllt sind. Jetzt habe ich hier leider keinen Zoom an meinem Tablet. Ich hoffe, ihr seht das alles ganz gut. Ich zeige euch das gleich auch nochmal. Ich bin hier nicht so top ausgestattet noch. Ich versuche noch meine Ausstattung zu optimieren. Es wird immer besser, hoffe ich. So, ich habe hier einfach flugs am Arbeitstisch ein Stativ aufgebaut. So, jetzt gucke ich mal, wo ich überall Masse haben will, wo ich überall Wölkchen haben will und fülle die alle mit Spachtelmasse. So. Und vorsichtig, dass ihr den Ballon nicht unbedingt trefft oder vielleicht wollt ihr sogar. Eigentlich wäre es sogar ganz nett, wenn ein Wölkchen vor dem Ballon auch ist. Ja, eigentlich gar nicht schlecht. Das Wölkchen nehmen wir auch noch mit. Na, so, ein bisschen glatt machen. Ja. Ach komm. Sollen wir das auch noch zumachen? Ne, das machen wir da hier unten noch ein Wölkchen hin. So, das sieht doch ganz gut aus, denke ich. Und ja, zu viele machen wir jetzt auch mal nicht. Ich mache nicht alle Wolken. So, dann könnt ihr das wieder abschmieren, den Rest von der Spachtelmasse. Die Spachtelmasse könnt ihr auch einfärben, indem ihr, kleiner Tipp am Rande, hier so einen Nachfüller, so ein paar Tropfen reinmacht. Dann tut ihr euch die am besten irgendwo extra hin, in ein kleines Gefäß ein bisschen und dann ganz vorsichtig erstmal mit einem Tropfen anfangen. Das färbt sehr gut. Und könnt ihr dann so nach und nach einfärben und dann habt ihr bunte Spachtelmasse. Das ist ganz toll. So, die kommt dann nicht mehr ins Töpfchen. So, und jetzt kurz antrocknen lassen. Wie gesagt, das trocknet sehr schnell. Dann können wir diese Klebestreifen wieder wegmachen. So. Und dann vorsichtig abziehen. Am besten in eine Richtung, dass ihr da nichts vermatscht.
Und das könnt ihr jetzt mit Wasser dann abwaschen. Am besten relativ schnell mit lauwarmem Wasser jetzt unter den Wasserhahn halten. Dann geht das ganz gut wieder weg. So, jetzt war ich ein bisschen gesaut. Die Wolke hat einen Knick. So, und hier seht ihr diese Wolkenstruktur jetzt. Das ist doch fantastisch. Und es glitzert, glaubt's mir. Man sieht es nicht so gut im Video. Ja, es gibt auch Strukturpaste ohne Glitzer, wenn euch das lieber ist. Gibt es alles. Aber ich finde Glitzer immer ganz toll. Ja, und das ist es schon. Und ich habe für meine Karte jetzt hier einen Bermuda-blauen Hintergrund gewählt. Farbkarton. Da habe ich die drauf geklebt, dass das noch ein bisschen netter aussieht. Ihr könnt dann jede dieser Farben nehmen, die ihr zum Stempeln benutzt habt. Dann passt es auf jeden Fall perfekt. Oder auch einfach nur auf einem flüsterweißen Farbkarton. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr seid inspiriert zu neuen Karten und habt Spaß mit der Regenbogentechnik und der Strukturpaste. Und ja, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Nicole.